Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Ja, nachdem die letzten beiden Folgen ein bisschen hart eskaliert sind zeitlich gesehen, weil wir halt sehr viel Kleinkram gemacht haben, muss ich mal gucken, wie wir das heute lösen, ob wir heute dann einfach ein bisschen kürzer machen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schlimm findet. Wenn ich so krass überziehe. Bisschen Eisen fehlt, okay. Gut. Eins, zwei. So und so. Okay. Das war falsch. Achso, das waren jetzt alles gelbe. Ah, egal. Eisenplatten. Gut, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Platz im Inventar für sowas. So. Also, da rein, da rein, da rein, da rein. Überall zwei Abstand, das ist gut. Und dann die Stromleitungen setzen. Warum habe ich hier eigentlich überall einen Abstand? Ich habe hier jetzt ein anderes Muster genommen, ne? Ah, egal. Das ist das neue Muster, das bessere Muster. So, und der arbeitet an einer Flasche 14 Sekunden. Holy. Das ist schon ziemlich lang. Das heißt, wir können hier eigentlich auf jeden Fall pro Fabrik hier zwei bauen. Weil die halt so langsam sind. Und wir bauen noch zwei. So, eins und zwei und ein Strommast. So, einmal dahin. So, dann so. Raus, raus, rein, rein. So, was ich dann auch noch gerne machen würde, ist das hier mal kurz upgraden. Oh ja, das sind natürlich eine Menge. Mhm. Okay, jetzt haben wir wieder keine roten. Wo ist das Auto? Da unten. Holen wir uns noch ein paar. Route. Und dann beim Zurückfahren können wir hier dann eventuell auch noch das da auf Rot upgraden. Weil eigentlich will ich die gelben nicht mehr sehen. Die kommen mir mittlerweile so langsam vor, dass ich die eigentlich gar nicht mehr sehen will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Weißt du was? 19.000. So. Jo. Ah, Moment, Auto steht da oben. Aber wir müssen ja eh hier jetzt das Ding machen. Ja, dann mache ich es einfach genau ab dieser Stelle so. So, von da nach da, von da nach da.
Und weiter geht's. So. Dann hier den Splitter müssen wir natürlich auch noch upgraden. Okay, können wir uns auch gerade nicht leisten. Okay. Na komm. So, aber hier sind soweit alle Fließbänder dann rot. Ja. Außer das, was hier weiter fließt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das hier überhaupt so weiter fließend brauchen, aber gut. Machen wir einfach mal. Ich habe hier eigentlich eh nur die gelben, sehe ich gerade. Ah, egal, komm. Von den roten habe ich jetzt genug dabei. Das heißt, wir machen die so. Können wir uns das leisten? Ja, okay, das ist gar nicht so schlecht. Gut, wo sind denn jetzt die Forschungszweige, die wir noch benutzen können? Das ist der und der, ne? Ja, weil hier ist voll. Wie ist denn das hier? Naja, wir brauchen dann hier auch noch lange Greifer. Aber grundsätzlich sind das hier die entsprechenden. So. Und so. Und nochmal ein paar Bäume wegmachen. Damit man auch was sieht. So. Also, wir kommen ja hier an mit unseren Fläschchen. So. Und ja, wir brauchen jetzt definitiv Teilerfließbänder. Also gib mir mal ein bisschen hiervon. So, dann machen wir hier das so. Ja, das braucht man, damit das hier ordentlich bleibt. So. Oh. So und so. Komm, wir können das ja alles. Hier kommen die teuren Flaschen hin, das sieht man dann schon am Fließband. So. So. Gut. Dann kommen die hier an, werden hier 1:1 gesplittet. Und laufen dann hier voll. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir brauchen 16 davon. Das heißt, jetzt noch 5 in die Queue. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann läuft das hier gemütlich voll und dann können wir jetzt hergehen und sagen, pass auf, Automatisierung 3. Forschen. Und jetzt legen sie los. Und schon haben wir die Freundlichen hier auch drin. Ja. Oh, endlich. Endlich können wir
bessere Sachen erforschen. Das ist dringend nötig gewesen. Definitiv. Und sobald hier... Ich sehe schon, mit den Öfen ist kritisch. Wobei, das hat jetzt genug Zeit gehabt, sich anzusammeln. Deshalb muss man natürlich auch aufpassen. Ja, das ist eigentlich Quatsch auch hier, ne? Ja, das ist absoluter Quatsch. Wieso dauert das... Ja. Warum dauert das so lange? Es gibt überhaupt keinen Grund, das hier weiter lang zu ziehen. Sage ich jetzt mal. Kann ich die Öfen jetzt nehmen und dann... Ja, das geht. Okay. Da, 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 da. Aber wir haben noch mehr. Schön alles aufs Fließband legen. So hätte ich die Produktion gern, wobei es ein bisschen übertrieben. Okay. Also die Alien-Angriffe haben definitiv abgenommen. Ich weiß nicht warum, aber nehme ich gern so hin. So. Dann nehmen wir wieder Lichtbogenöfen, legen die hier ins Band. Und dann bauen wir hier ein bisschen um. Also erstmal würde ich die Motoren dann mal mitnehmen. So. Und dann machen wir hier sowas. Gut. Dann geht das jetzt 1:1 hierher, weil wir brauchen das eigentlich nur da. Elektromotoren können wir eventuell hier dann später noch rausfiltern. Für zum Beispiel eine Drohnenfabrik. Aber das würde ich, wenn dann, wahrscheinlich oben machen. Also hier dürfte schon das Ende von dem sein, was wir brauchen. Weil wir haben den ganzen Platz hier, um eine Drohnenfabrik zu bauen. Das ist die Sache. So, was ich jetzt noch gerne machen würde, ist eine Lok. Also eine normale Lok hat 600 Kilowatt Leistung. Das ist quasi die kleinste E-Lok. Wir könnten aber auch die MK2 locker machen. Und das würde ich auch mal sagen, dass wir das tun. So, weil während die ganze Anlage jetzt hier in aller Ruhe vor sich hinläuft, wo ist denn das Auto? Schon wieder. Ah, das steht hier oben. Alles klar. Beton haben wir nicht mehr, ne? Okay, schade. Sonst hätte ich jetzt hier noch was hochgezogen. Was wir aber machen könnten, wäre, wenn wir hier eh schon hochlaufen, einfach mal die Fließbänder für den Bus weiterziehen. So, aber noch nicht anschließen. Gut. Also, normale Motoren brauchen wir auch. Nicht nur E-Motoren. Normale Motoren haben wir hier. Ich habe gerade überlegt, ob wir eine Zugfabrik bauen, aber... Nee, das ist Unsinn. Das ist, glaube ich, echt Unsinn. 3. Ich weiß gar nicht, wie viele Loks wir haben. Wie viele Züge haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4. Okay, gut, dann. Das ist jetzt die 4. Und die machen wir jetzt elektrisch. So. Ach ja, und wir brauchen dann natürlich auch so einen Stromanbieter. Ich weiß nicht, ob da einer reicht. Oder wie das läuft. Laufen wir mal hoch. Ich würde sagen, wir speisen den Strom dann direkt am Kernkraftwerk ins Schienennetz ein. Damit da die Leitungslängen möglichst kurz sind.
Ui, ich sehe, der Stromverbrauch ist gestiegen. Das Kernkraftwerk läuft gerade mit 48 Megawatt. Jetzt sinkt es wieder ein bisschen, aber hui. Und wir haben Automatisierung 3 erforscht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hier können wir noch nicht, weil das ist das nächste Ziel. Wissenschaftspaket für Hochtechnologie. Hier leider auch. Schadi. Aber, was ist an dem anders? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Brauchen wir gerade nicht unbedingt Effekt über. Das ist auch gut. Aber können wir alles noch nicht machen. Ich möchte allerdings eh was anderes. Das ist Kohleverflüssigung, ne? Ja. Persönliche Laserverteidigung. Warum haben wir das noch nicht erforscht? Egal, nicht ablenken lassen. Da, das hier will ich. Yes, Expressfließband. Okay. So. Der Stromanbieter ist gleich fertig. Wobei hier, wir haben ja hier schon so einen. Aber wir können das ein bisschen hier inszenieren. So. Und jetzt E-Lokomotive Stromanbieter. Verbraucht 100 Kilowatt. Tatsache. Eigenverbrauch wahrscheinlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das hier mit den Loks läuft. Oh Mann, was ist denn jetzt hier? Okay, nichts Dramatisches. Nichts Dramatisches, gut. Also, wir haben hier Eisenminebahnhof bis volles Inventar und Schmelzwerk bis leeres. Also eigentlich einen ganz einfachen Fahrplan. Uiuiuiui, der wäre eh bald leer gegangen. So. Dann bauen wir hier unsere E-Lok ein. E-Lok MK2. Ah, okay, aber er hat alles behalten. Aber man könnte hier, man kann Uranbrennstäbe reinmachen. Okay, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Atombetrieben Loks, aber so ist mir das dann doch lieber. Ich finde es schon mal gut, dass das so geblieben ist. Als wir die Lok ausgetauscht haben. Ich frage mich halt nur, das Modell ist schon anders, oder? Ich glaube, an der Seite dieses, was auch immer das ist bei der normalen nicht, oder? Doch, eigentlich auch. Okay, also es ist das gleiche Modell. Schade. Ich hätte es cooler gefunden, wenn hier irgendwie zumindest so Alibi-mäßig so ein Stromabnehmer oder sowas gewesen wäre. Egal. So, hier oben ist dann die Kupferlok. So, dann nehmen wir die mit und ersetzen sie mit einer neuen. Und auch hier ist der Fahrplan erhalten geblieben. Und hier oben ist dann die Eisen- und Uranlok. Und hier genau dasselbe. Sehr gut. Gut, dann haben wir schon mal einen Großteil der Loks ersetzt. Jetzt würde ich die auch noch mal gerne fahren sehen.
Nicht zuletzt auch, um zu schauen, wie das Ganze hier läuft. Ah ja, hier die Zuführung, die müssen wir auch noch dringend überarbeiten. Ah, okay, ist aber gleich leer. Das ist aber gleich leer. Okay, gut, das können wir abwarten. Das können wir abwarten. Ja, nice. So, und jetzt würde ich gerne sehen, wie sich das auf die Energie, den Energieverbrauch auswirkt. 999 Kilowatt. Okay, also der verbraucht gerade 1 Megawatt, der Zug. Manchmal auch weniger. Jetzt braucht er 200 Kilowatt. 99 Kilowatt. Ah, okay, man kann ihn ja vorheben. Das ist gut. Innerhalb der letzten Minute. Insgesamt. Okay. Jetzt steht er wahrscheinlich schon im Bahnhof, oder? Schauen wir mal. Oder er ist irgendwo stehen geblieben. Und genau darum geht es mir halt, das rauszufinden. Aber... Uiuiui, okay. Langsam wird es wieder unangenehmer. Also er ist wieder stehen geblieben, aber weil er schon da ist. Also ich habe das Gefühl, er ist auch deutlich schneller. Schauen wir mal. Ja doch, der ist schon ziemlich schnell. Ich glaube, der ist schneller. Ich glaube, die E-Lok ist schneller. Lustig, wie sich hier das Model dann verändert. Hui, ja doch, doch. Die E-Lok ist auf jeden Fall schneller. Das hilft uns noch weiter. Sehr gut. Das gefällt mir. Das haben wir auch erforscht. Sehr, sehr schön. Dann können wir als nächstes tatsächlich mal die persönliche Laserverteidigung erforschen. Glaube ich zwar nicht, dass wir das so schnell brauchen, aber sicher, sicher. Wobei ich glaube, wenn wir mit dem Panzer oder mit dem Auto rumfahren und da ein bisschen Action machen, dass dann trotzdem die Verteidigungssysteme laufen. Ach, Moment. Vor allem wollte ich auch Ich wollte eigentlich noch was anderes erforschen, was viel wichtiger ist. Und zwar Kampfroboter? Nee. Was ist das denn hier? Artillerie. Uff. Artillerie-Zielfernsteuerung. Granate. Wow. Eine Granate braucht ein Radar. Okay. Das ist vielleicht für später auch ganz nett. Aber es geht mir um was anderes. Vielleicht finde ich es irgendwann. Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff. Das brauchen wir auch dringend. Aber das ist es auch nicht. Sag mal. Bin ich blind? Den ganzen Kram hätten wir schon längst erforschen können. Das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Ah, da war's. Hier. Nein, dafür brauchen wir auch. Okay. Was brauchen wir denn dafür? Batterien, Kupferkabel, Prozessoreinheiten und Geschwindigkeitsmodule. So. Jetzt wird's lustig. Also eine Batteriefabrik haben wir. Da müssen wir dann auch nur wieder den ewigen Weg der Batterien hier hochbringen, aber das kriegen wir schon hin. Die können wir auch noch erweitern. Batterien ist jetzt nicht so das Problem. Kupferkabel sowieso nicht. Also Prozessoreinheit und Geschwindigkeitsmodul. Prozessoreinheit. Hier ist das Hauptproblem eigentlich auch eher nur die Schwefelsäure. Und Geschwindigkeitsmodul ist eigentlich auch nur elektronischer Schaltkreis und erweiterter Schaltkreis. Also auch das ist nicht so das Problem. Also im Grunde ist das nicht so schlimm. Und die Schwefelsäure, die bekommen wir mit Eisen, Schwefel und Wasser. Und Schwefel bekommen wir aus Alkangas und Wasser.
So, ja. Aus Alkan, Gas und Wasser. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen. Wir könnten natürlich hier das Schweröl nehmen. Und das Schweröl. Warum forscht das so langsam? Oh, alles klar. Und das Schweröl aufspalten zweimal, dann haben wir Alkangas. Das Problem ist, wenn wir können es halt nie wieder zurückmachen, ne? Das heißt, wenn wir zu viel Schweröl verbrauchen, dann haben wir ein Problem. Denn wenn wir von irgendwas zu wenig verbrauchen, wie hier unten zum Beispiel, hier war es ja so, dass wir zu wenig vom Leichtöl verbraucht haben, aber da haben wir jetzt eine Anlage, die es aufspaltet auf Alkangas. Das heißt, kein Problem. Oh, das scheint auch wirklich gut wegzugehen und das hier immer gut voll zu sein. Und wenn wir jetzt hergehen und hier noch mehr Rohöl abzapfen, dann könnte das ein Problem werden, wenn wir zu wenig Alkangas verbrauchen. Also hier direkt das Alkangas. Deshalb wäre es eigentlich klüger, eine extra Pipeline zu legen. Aber es ist halt teuer. Weil wenn wir uns überlegen, was wir hier oben, also hier haben wir ja mal Tanks, hier können wir gut sehen. Alkangas ist auf jeden Fall voll. Leichtöl ist leer. Ich weiß nicht, ob wir noch für irgendwas Leichtöl brauchen, aber das ist auf jeden Fall leer. Und Schweröl, ja, es ist nicht übervoll. Und wenn wir hier einfach eine zweite Pipeline mit Alkangas lang machen, ist, glaube ich, besser. Ist teuer, aber es ist, glaube ich, es ist der bessere Weg. Es ist der bessere Weg. Da stellt sich jetzt zu dem Zeitpunkt dann nur noch die Frage, wie regeln wir das? Weil wir können die ja nicht einfach hier daneben setzen, sonst verbinden die sich. Die Angriffe nehmen wieder ein bisschen zu, ne? Ich muss mich vielleicht doch mal um eine Mauer kümmern. Also was man halt machen könnte, wäre einfach so. So, dann sind jetzt die Bögen da. Dann auf Max Range. Und dann wieder einen. So. Also im Prinzip einfach so versetzt. Ich glaube, das ist ganz gut, weil man kommt immer dazwischen durch und man kann die direkt nebeneinander setzen. Ja. Jetzt mache ich hier mal eine Stahlkiste, wo ich da wieder Zeug reinmache, das aber nicht wirklich Müll ist, das ich nur gerade im Moment nicht brauche. Ja, okay, das Holz ist eigentlich schon eher Müll. Na komm. Damit fällt uns schon noch irgendwas ein. Ups. Ah. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Okay, ah, okay, Doppelklick. Also das brauchen wir nicht, das nicht. Ah, okay, mit Steuerung kann man einen kompletten Typen immer rüber schieben, wobei ein bisschen was kann man behalten. Ich habe hier die Felder irgendwie reserviert. Das ist gut, dass man die Felder reservieren kann, finde ich. Aber so wirklich sinnvoll ist das gerade für uns nicht.
So. Gut. Ja, jetzt nehme ich mal ein paar Eisen mit. Und ja, hier Rohre klauen, das lohnt sich nicht. Ja, und dann würde ich sagen, lasse ich einfach mal bis zur nächsten Folge die Crafterei hier durchlaufen. Ich kann mir nochmal eine Portion nehmen. Am besten hier oben, wo es schneller nachgefüllt wird. So. Mal so richtig viele bauen. Uiuiui. Ich krieg's zum Leggen. Ich krieg Factorio auch noch zum Leggen. Alles klar. Und dann in der nächsten Folge bauen wir dann die Pipeline. Dann bauen wir die verschiedenen Chemiefabriken noch. Dann bauen wir eine Schwefelfabrik. Dann produzieren wir entsprechend die Sachen für die Prozessoreinheit. Wir könnten dann auch die Batterien hier oben nochmal separat produzieren. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Dann müssten wir das Band nicht extra hochziehen. Wenn wir dann eh schon Schwefelsäure hier oben haben, dann ist eh egal. Und dann machen wir das so. Dann bauen wir die Batterien und die die Prozessoreinheiten hier. Und dann können wir das Wissenschaftspaket für Hochtechnologie bauen. Was wir eigentlich da unten machen würden, aber ja, wir können es auch mal hier. Es ist ja eigentlich egal, wo wir was bauen, ne? Wir müssen ja nicht zwangsläufig hier dann die Produktion hinbauen. Dann bauen wir das einfach hier so in dem Bereich und führen dann die Wissenschaftspakete direkt runter. Und dann funktioniert das so. Alles klar. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Factorio. Bis dann. Tschüss.